Herzlich willkommen zurück zu Senran Kagura. Ich bin wieder euer Drake und ich möchte mich noch einmal dafür entschuldigen, dass ich in der letzten Folge wieder kräftig über Hibari abgeflamed habe. Aber ich glaube, mittlerweile sollten alle wissen, dass ich sie einfach zum Kotzen finde. Aber das Gute ist, laut dem Bild kämpfen wir jetzt mit Asuka. Und ehrlich gesagt, ich freue mich riesig darauf, nicht mit Hibari kämpfen zu müssen, ohne Scheiß. Das macht die Sache so viel besser. Haruka? Okay, das ist also jetzt die Hibijo. Ich glaube, wir sind gerade in der Sicht von Homura. Und Hibari ist jetzt zur Hibijo übergelaufen. Weil sie... Nicht Flame. Weil sie den Kampf gegen Haruka, zwar gewonnen, aber die Schlacht verloren hat in dem Sinne. Und zwar hat sie die Schriftrolle verloren. Die wurde ihr während des Kampfes abgenommen von Haruka. Und jetzt ist sie down und denkt sich, jetzt gehen wir zu Hibijo, weil ich kann ja eh nichts ausrichten. Nicht, dass ich das irgendwie verleugnen will. Denn sie kann nichts ausrichten, aber... Ja, sie ist jetzt drüber. Homura erzählt ihr gerade, das Gute ist engstirnig. Nein, falsch. Das Gute diskriminiert jeden, der nicht richtig ist, der nicht nach Recht geht. Und die Bösen, also die Hibijo, sind halt jene, die keine Vorurteile haben. Sie nehmen jeden auf, aber man muss selber mit seinem Überleben... Man muss selber zusehen, dass man überlebt. Und die Hibijo weist auch niemanden ab. Heißt, jeder wird aufgenommen. Aber wer dann stirbt, der hat Pech gehabt. So. Nach dem Motto. Ah, und Homura hat jetzt die Schriftrolle. So, und ich denke, wir machen gleich einen Swap rüber zur Hanzo. Da wird dann der Raid abgeklärt. Dann laufen die Hanzo-Schüler dorthin, treten den in Arsch, holen Hibari wieder zurück und holen die Schriftrolle ab. Achso, und Homura hat quasi einen Stapel mit Dokumenten, auch von jenen, die an den guten Schulen nicht angenommen wurden und deshalb bei der Hibijo landen wollen. Ja. Oh, wen hat sie denn jetzt gefunden? Okay, irgendjemand hat seinen Bruder verloren. Ein Mädchen. Und, also sie hat ihren Bruder verloren. Er sollte jemanden assassinieren. Und sie kann es nicht hinnehmen und möchte diese Person töten. Deswegen bewegt sie sich jetzt dort. Okay. Ich weiß nicht, wessen Vergangenheit das jetzt ist, aber sie war nicht immer ein böser Shinobi, sondern stammt aus einer Reihe von guten Shinobis.
Und irgendwas ist passiert während der Mittelschule. Ach, scheiß Controller, bleib aus. Sie hatte einen persönlichen Tutor, einen Komichi. Ein netter Mann. Die Eltern sind Perfektionisten und haben nur perfekte Ergebnisse von ihr erwartet. Und die Zeit mit Komichi war halt Entspannung. So, und Komichi hat sie halt runtergebracht, mit dem konnte sie quatschen, sich ausheulen, sich auskotzen, ne? Okay, und sie muss halt Shinobi werden, weil's der Wunsch ihrer Eltern ist, beziehungsweise weil sie in ihre Fußstapfen treten muss. Okay, er wollte auch anbieten, dass er ihre Eltern überredet, damit sie auf die Highschool gehen kann. Und sie hat ihm quasi dieses Geheimnis verraten, dass sie nicht. Ah ne, sie verrät ihm, dass ihre Familie ein Clan aus Shinobis ist. Und dass er dieses Geheimnis für sich behalten soll. Okay. Okay, er hat sie also über 3 Jahre lang nur. Ach so, Komichi war der. Ah, das ist also der Bruder, okay. Aber ist das jetzt Homura? Hm. Okay, er hat die Mission, ihre Familie auszulöschen. Und sie kann nur genug, um sich selbst am Leben zu halten. Okay. Also nur damit er feststellen kann, ob sie jetzt vom richtigen Clan kommt, war er nett zu ihr. Ach so. Okay. Sie beißt sich die Lippen auf. Ich glaube, wir sind in der Vergangenheit von Homura. Okay, ich glaube, sie hat ihn Ja? Sie hat ihn getötet. Könnte es Homura gewesen sein? Ein Shinobi wurde von. Ja. Mittelschülerin wurde von der Mittelschülerin fertig gemacht. Ach so, und weil sie sich selbst verteidigt hat und dabei jemanden getötet hat, wurde sie auch enterbt und bei ihren Eltern rausgeworfen. ようやく見つけた。あなたね、小道を半殺しにしたのは。Ich dachte, er wurde komplett getötet. Oh.
Okay, also eine von den Hibijo-Schülern ist das. Und ich glaube, es ist Homura. Ich bin mir ganz sicher. Okay, und sie hat noch immer ihren Kindheitstraum, ein Shinobi zu werden. Ich dachte, das wäre eigentlich nur, weil die... Naja, ist ja auch wurscht. Jetzt ist es ihr Kindheitstraum. Naja, gut. Es ist Homura, ja. Okay. Sie hat also den Direx gefragt, nee, den Politiker oder so, keine Ahnung, Direx, Politiker, whatever, ob sie an diese Schule darf. Er sagt, ja, why not? Ja, weil ich euren Kumpel gekillt habe. Ja, who cares? Und, herzlich willkommen an der Hibijo. Das scheint ja zu stimmen. Ah, okay, es war die Vergangenheit von Homura. Okay. Das ist die kleine Schwester von Komichi. Ah. Jo, who cares? Sie will sie töten. Egal, akzeptiert. Who cares? Oh, Verzeihung. Irgendwie in letzter Zeit geht es mir nicht ganz so. Oh. So. Musste irgendwas am Handy machen? Sorry. Okay, sie ist fertig mit Stamping, mit Stempeln und möchte jetzt die Hanzo-Akademie fertig machen. Kann man machen, wenn man bockig ist. Oh, geht's weiter? Asuka! Natürlich nicht. Hibari ist bei hier, der ist bei den. Ist bei den anderen. Das sieht aber gut aus. So mit den beiden, ne? Hat was. Kann man machen! Oh, du bist besorgt! Ja. Eine gute Freundin, die unnütz ist, ist weg. Ah, das ja. Ah. Homura ist da. Ah, alles klar, Homura ist da. Möchte einmal bashen und dann, ja, weiter geht's. Ja. Homura packt aus. Hibari ist bei denen. Ja, nice. Ach so. Hibari kommt nicht mehr zurück. Also, würde das stimmen? Mir würde ein Stein vom Herzen fallen. Weil ich gerade in dieser Storyline dann... Ich habe ja noch die andere. Dann müsste ich nicht mehr Hibari spielen. Es geht immer noch um Hibari. Und ich werde schon wieder tilted. Doch, sie hat's aber. Sie hat Hanzo verlassen. Glaub ihr doch einfach, sie lügt nämlich nicht. Okay, dann prügeln wir die Wahrheit aus ihr raus. Es wird sich zwar nichts ändern, aber alles klar. Asuka vs. Homura. Oh, da hab ich ja Bock drauf. Das ist wieder ein Fight, der mir gefällt. Wo ist die Schriftrolle? Das ist eine bessere Frage als wo ist Hibari? Gefällt mir.
So, dann wollen wir da mal rauf, ne? Oh ne, erstmal. Kisten! Ich will Trophys haben. Das brauchte ich jetzt noch nicht. Da ist noch eine. Da haben wir's. Ah, 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 sie kann sich dabei. Ah, ja, ja, ja. Na? Na los, komm schon. Ha? Ah? Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, 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 raus, 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 raus. Boah, wenn beide planfrei durch die Gegend schnetzeln. Ich werd nackig! Nein! Hab sie! Na, tust du was? Da haben wir sie. Das Ding, das leckt immer bei der Shinobi-Transformation, ne? Und jetzt kommen wir da auch noch mal hinterher. Und ich verstehe nicht warum, aber ich kriege dieses Gelegge dort einfach nicht aus der Transformation raus. Wo ist er denn? Ach, da! Na. Mit Asuka fighten, das kann ich. Da kommt wohl einer nicht auf den Boden, wa? Hat funktioniert. Ja. Deshalb, also mit Asuka fighten, das kriege ich hin.
Und ich meine, unsere Shinobi-Transformation wurde nicht mal kaputt gemacht. Nicht einen Kratzer haben wir. Nicht einen. Ich dachte, es geht um die Schriftrolle. In der Mission heißt es, where's the scroll? Wo ist die Kack-Schriftrolle? Wen interessiert denn, wo Hibari ist? Ach, mein Gott. Ja, sie ist an der Schule. Ja. Ja, sie hat die Schriftrolle mitgelassen. Schön, wa? Cool. Ich glaube, ich mache nach der Mission Feierabend. Hibari hat sie ihnen gebracht. Ja, richtig. Weil Hibari eine Verräterin ist. Unbrauchbar. Auf die Schlachtbank mit ihr. Streckschuss. Darf ich das bei YouTube so raushauen? Naja. Okay, das sollen wir ihr glauben, ja. Ah. Was macht sie da? Das, ich weiß, was das ist. Das ist der Ultra-Instinkt. Ah. Ah, sie benutzt die Kraft der Schriftrolle und denkt, dass sie jetzt jede Kraft, jede Ninja-Technik benutzen könnte, an die sie nur zu denken vermag. Ha. Asuka hat Angst. Und nu? Oh, das war's. Weg. Oh, sie hält aber wieder eine Menge von sich, ne? Jetzt, wo sie die Schritt... Aber sie hat sie doch schon die ganze Zeit, hä? Bei Hebisho, hör auf! Frag nicht nach, Hibari! Wen interessiert die denn? Oh Mann. Na ja, gut, die Mission ist durch, das ist schon mal... etwas. Nur C? Naja, gut. Das ist aber ein kleiner Anstieg gewesen. Naja, gut. Das fand ich war schön. Was erwartet uns denn beim nächsten Mal? Kapitel 3. Hibaris Transfer. Wir kämpfen mit Yagyu. Okay. Besser als Hibari. Aber Gott. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschö tschö.